Ich darf euch begrüßen in Spanien und ich bin genauer gesagt auf der Urlaubsinsel der Deutschen auf Mallorca. Und hier stellt Volkswagen einige neue elektrisch angetriebene Autos vor. Das ist zum einen dieser ID Tourer, eigentlich ein Kombi. Dann gibt es einige GTX-Modelle, zu denen wir aber später kommen. Die Tradition des Kombis ist ja schon relativ alt. Bei Volkswagen 1962 kam der erste VW-Variant auf den Markt, also auch ein Kombi. Ein wichtiges Auto für die Familie, ein wichtiges Auto für den Bäcker. Da passt eine ganze Menge rein. Natürlich weniger als in ein solches Auto, denn dieser hier, die neueste Generation, ist richtig groß. Der ist 4,96 Meter lang. Der ist 1,86 Meter breit und 1,53 Meter hoch. Und wie man sehen kann, wird da eine ganze Menge reinpassen. Das werden wir uns dann gleich nochmal anschauen. Wenn ich mir so die Seite anschaue, dann sieht das schon sehr sportlich aus. Es gibt kurze Überhänge hier an der Seite. Es gibt 20 Zoll große Räder vorne und hinten. Einen langen Radstand. Und das bedeutet, es gibt sehr viel Platz im Innenraum. Und darauf legen ja die Kunden, die sich ein solches Auto zulegen, auch besonderen Wert. Schön ist er auch, aerodynamisch auch. Die Basis ist eigentlich der ID.7. Der Unterschied zum ID.7, den sieht man sofort, wenn man hier auf das Heck schaut, das Dach fällt hier nicht so stark ab. Man will natürlich hier ein bisschen mehr Kopffreiheit schaffen. Man will auch ein bisschen mehr Kofferraum schaffen. Zu der Größe des Kofferraums kommen wir dann gleich. Also auch diese Linie hier, typisch für diesen ID.7. Und damit gehen wir mal nach vorne. Es gibt hier ein hochinteressantes neues Licht. LED ist klar, LED-Matrix ist auch möglich. Und wenn ich mir die Front anschaue, das sieht schon sehr sportlich aus. Hier gibt es so Lufteinlässe vorne und an den Seiten. Man braucht natürlich auch ein bisschen Kühlluft für den Motor oder auch bei zwei Motoren für die Motoren. Und auch der Akku muss ein bisschen gekühlt werden. Interessant ist auch ein beleuchtetes Logo vorne und hinten. Das ist ganz neu bei VW, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also nochmal zur Seite, große Spiegel. Dann gibt es auch große Türen. Und das Interessante ist, diese Türen gehen auch sehr weit auf. Das heißt, man kann hier sehr bequem einsteigen. Zum Innenraum kommen wir aber dann gleich. Das Gleiche gilt auch für die hintere Tür. Auch die geht wirklich weit auf. Das ist auch wichtig beim Einsteigen. Dann sieht das Ganze richtig bequem aus. So, jetzt gehen wir mal nach hinten. Es gibt hier ganz interessante neue LED-Leuchten. Das sogenannte IQ-Licht von Volkswagen. Diese durchgehende Lichtleiste gehört mittlerweile bei den meisten elektrischen Autos von Volkswagen dazu. So, das wäre es zum ID.7 Tourer. Außen und jetzt schauen wir mal nach innen. Dazu gleich. Der ID.7 Tourer zählt zu den Topmodellen und ist der erste voll elektrische Kombi bei VW. Erhältlich einmal mit 77 Kilowattstunden oder mit 86 Kilowattstunden Akku. Letzterer erlaubt laut VW eine Reichweite von bis zu 687 Kilometern. Schnellladen ist mit bis zu 200 Kilowatt möglich. Die Leistung beträgt 210 Kilowatt oder 286 PS und der Tourer besitzt Heckantrieb. Die Topspeed wird wohl bei 180 km/h abgeregelt. Nicht umsonst nennt Volkswagen dieses Auto Tourer und nicht Kombi. Es ist also nicht nur ein Transporter, es ist ein Auto, mit dem man Touren oder Reisen unternehmen kann. Und dann will man sich auch wohlfühlen, wenn man mal so 3, 4, 5, 6, 7 Stunden unterwegs ist. Und diese Wohlfühlatmosphäre bietet dieser ID.7 Tourer auf jeden Fall. Er hat natürlich viele Dinge übernommen von der ID.7 Limousine. Klar, es ist ein Baukastensystem. Und was auffällt, ist hier dieser große Monitor, da kann man alles bedienen und die Sprachsteuerung oder auch die Touch-Bedienung funktioniert jetzt richtig gut. Da gibt es keine Aussetzer, keine Fehler mehr und das finde ich schon ganz top. So, dann hat man hier noch einen kleinen Tacho, eine Anzeige vor dem Fahrer. Da wird die Geschwindigkeit angezeigt und auch die Restreichweite. Da schreibt der Gesetzgeber vor, dass man da eine Anzeige haben muss. Es gibt ja ein Multifunktionslenkrad, das ist schon angekündigt. Hier, da bin ich wohl mal an die Lenkradheizung gekommen. Hier gibt es digitale Schalter. Finde ich persönlich nicht so ganz gut, weil wenn man so darüber rutscht, dann schaltet sich manchmal etwas ein oder auch wieder aus. Normale Schalter finde ich einfach besser. Es gibt hier viele Ablagen. Hier gibt es auch ein bisschen Klavierlack, will ich mal sagen. Das sieht richtig schick aus. Und was man hier auch hat, das sind neue Sitze. Diese Sitze sehen nicht nur gut aus. Ich denke mal, die bieten auch einen guten Seitenhalt. Und dann hat man die Möglichkeit, den Popo zu wärmen oder zu kühlen, je nachdem, was gerade angesagt ist.
Und sie zählen auch zu den modernsten, sind ergonomisch richtig gut geformt. Und ich denke mal, damit kann man lange Reisen planen. So, dann habe ich hier noch eine Ambientebeleuchtung. Und da habe ich die Möglichkeit, verschiedene Farben einzuschalten. Die Materialien, die man ausgewählt hat, die sind sehr schön. Die sind auch sehr gut verarbeitet. Vieles ist aus recyceltem Material entstanden. Und so kann man dieses Material auch wieder recyceln. Hier oben sehe ich ein Glasdach. Ich denke mal, das ist Zubehör. Wer das haben möchte, kann sich das dazu bestellen. Es gibt hier so einen Wählhebel für die Fahrstufen. Das ist ganz praktisch. Da kann man vorwärts, rückwärts und auch parken einstellen. Also alles ist an Bord und auch die Wohlfühlatmosphäre. Neu ist die Hard- und Software beim 15 Zoll Infotainment-System. Perfektioniert worden ist auch der IDR-Sprachassistent. Er steuert nicht nur Fahrzeugfunktionen, sondern beantwortet auch gezielte Fragen zu vielen Themen, da er auf die Wikipedia-Datenbank zugreift. Er beinhaltet auch eine ChatGPT-Interaktion, also eine künstliche Intelligenz. Optional auch möglich die Wellness-App. Wichtig bei einem Kombi oder bei dem Tourer ist natürlich der Kofferraum und das beleuchtete Logo, habt ihr jetzt auch gesehen. Also das Kofferraumvolumen ist relativ groß, es gibt 545 Liter so. Dann kann man die Rückenlehnen ein bisschen nach vorne stellen, dann sind 605 Liter möglich und 1714 Liter Fassungsvermögen hat das Auto. Wenn alles umgeklappt ist, da kann man sicherlich 6 Wochen verreisen. Also hier gibt es reichlich Platz für die ganze Familie. So, jetzt kann ich euch auch das beleuchtete Logo vorne zeigen. Das Licht ist an. Hier sieht man auch schön diese Lichtleiste. Und ich kann euch zeigen, was sich unter der Fronthaube verbirgt, nämlich nur ein bisschen Elektrik, Elektronik für die Heizung und Lüftung. Den ID.7 Tourer gibt es in vielen Farben und mit der Option einer Anhängerkupplung, die eine Stützlast von 75 Kilogramm erlaubt. Also der Platz in diesem Tourer, ID.7 Tourer, muss man ja sagen, ist schon gewaltig. Und im Vergleich zur Limousine hat man hier erheblich mehr Kopffreiheit, weil das Dach natürlich nicht so stark abfällt. Das ist positiv. Und die Beinfreiheit ist natürlich sensationell. Meine Oberschenkel liegen auf dem Sitz auf. Und bei einer Länge von mir 1,77 Meter habe ich auch sehr viel Beinfreiheit. Also alles vom Feinsten, wenn man mal 1000 Kilometer fahren möchte oder muss. Zum Schluss muss ich sagen, ich bin genauso wie viele meiner Landsleute in Deutschland auch ein absoluter Fan für einen Kombi oder in diesem Fall für einen Tourer. Mit ihm kann man viel unternehmen, man kann viel transportieren und sie sind sehr praktisch. Dieses Auto wird auch viele Freunde finden, da bin ich mir ganz sicher, auch wenn er elektrisch angetrieben ist oder besonders, weil er elektrisch angetrieben ist. Preise gibt es leider noch nicht, die kommen dann später. Das war's von mir, bis dahin, tschüss.